Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, ich wollte nochmals ein bisschen farmen, aber habe so kacke Minecraft-Welten bekommen, dass ich gedacht habe, ja, ich mache einen anderen Mod rein, der heißt RF2s und bietet genauso viele Welten, Arten und so weiter. Da können wir eine gute Farmwelt machen. Und außerdem habe ich den Animal Plus Mod rausgetan, weil es spawnen einfach zu viele Grillen und Schmetterlinge und alles mögliche. Das ist nicht kontrolliert, vor allem halt jetzt hier gerade in der Region und in Mistcraft Welten, wo es nichts anderes hat, spawnen die extremst. Ja, wir schauen jetzt mal, wie das geht. Ja, müssen wieder add. Oh, wieso müssen wir immer add? Wegen den Blöcken. Also weil die einen anderen Namen haben. Ja, da haben wir also recht Vieh zum Machen. Jetzt müssen wir einfach noch verstehen, wie das geht. Also das sind scheinbar alles Add-ons. Gut. Dimensionsgitter, Computermodul. Ja, toll. Ich muss mir vielleicht zur Ersthilfe suchen. Genau, da kannst du mir gut erklären. Weil sonst. Da. Ist doch einfacher. Was gedacht, auf den ersten Blick. Wir müssen einfach schauen, wie das geht. So. Maschinenrahmen brauchen wir. Enderperlen. Smaragd. Okay. Ja, da können wir das Lapis Lazuli auch verwenden. Gold Nuggets können wir auch benutzen. Was war das mit dem Ding? Da. Enderperlen war es noch ein Smaragd. Jo. Ah. Oh, wir haben nur eine Enderperle. Das ist gut, dass es Nacht wird. Ja, machen wir schon mal. Nein, das Ganze können wir nicht machen. Gold Nuggets. Hallo. So. Ja, lassen wir das noch. So, das ist das Falsche. So. Dann haben wir hier ein Ding, das wir besser schauen können. Danke, ich habe das Eis nicht. Oi. So. So. Gut. Okay. Legen wir das Zeugs wieder rein, was wir nicht brauchen. Ja. So. Und gehen nochmal ein Enderman suchen. Na, Enderman. Enderman. Ja. Kommt. Monster spawnt. Ja, auf jeden Fall habe ich mal recht gut überlegt, was wir denn so bei den Völkern machen. Vor allem, welche Farbe sie bekommen. Und ich denke, ich mache eben so ein amerikanisches Volk mit Cowboy und auch ein bisschen Moderne und ein bisschen Weltkrieg. Und ja, es ist einfach. Jetzt spawnen sie plötzlich. Okay. Da können wir mal kurz runterschauen, ob hier der Ding ein Enderman ist. Nö. Nur ein Skelett, der gerade ins Auge trifft.
gut, dass die Früchte nicht kaputt gehen. So, Dele. Genau, gleich zwei Zombies. Die spawnen gleich sofort. Ja, das ist wahrscheinlich vom Roguelike Dungeon. Dass es so viele Monsters plötzlich spawnen. Und, die Skelette besser treffen. Das ist aber auch gut so. Ich will ja nicht zu leicht haben, aber Hexen sollten wir meiden noch. Solange wir noch das Schwert haben, das Schlechte. Ja, schlecht ist es ja nicht, aber... Ja, und ich dachte, eben, dass es blau am besten wäre. Es hat schon viel Blau in der Map von Amerika und benutzen einfach Weiß und Rot als Zweitfarbe. Dann haben wir schönes amerikanisches Reich, weil die anderen Völker lieber dann andere Farben besitzen sollten, die wir dann nicht auch bei Dingen, also zum Beispiel Rot oder ja, Weißes gibt es nicht. Weiß muss ich schauen, können wir ein griechisches Volk machen, das weiß ist oder so. Aber vor allem werde ich wahrscheinlich dann ja, das japanische Reich rot machen, weil es ja, und chinesisch, weil es ja im chinesischen Reich viel rot geht, und Wikingreich gelb oder so, muss ich schauen. Und das ägyptische mache ich dann orange, weil orange ist die Farbe so vom anderen Reich, wie heißt es schon wieder? Ja, wie heißt das Reich jetzt wieder? Weiß ich gar nicht. Kennt's von Medieval 2 Total War. Aber ich habe das schon ewig nicht gespielt. Cordoba, ja, Cordoba ist es. Genau. Und deshalb, ja, machen wir das ägyptische Orange und kombinieren es mit anderen Wüstenvölkern sozusagen. Und da können wir ja mal ein olivgrünes und ein hellgrünes Volk machen. Wir können beides machen. Aber das sind alles Zukunftsvisionen. Wir beginnen mit dem amerikanischen Volk. Weiß hat auch viel Holz verwendet und einfacher ist. Und bauen zuerst mal ein paar Dörfer. Also, zum Beispiel Baustil Cowboy und Baustil Goldminenvolk, so, also so von den alten Goldgräbern in den USA. Und dann wechseln wir zum Beispiel zum Wikingerreich. Da weiß ich sehr viel. Also da habe ich schon sehr viel geplant. Und nicht so viele Zombies, bitte. Und ja. Können danach zum was gibt's noch? Piratenvolk dann gehen. Da ist eigentlich auch sehr klar, was ich machen will. Und ich will es so interessant wie möglich machen. Ich will es so dynamisch, so realistisch wie möglich machen und halt auch sehr anspruchsvoll gebaut. Also, dass man eigentlich, ja, sehr auf Details achtet, sehr auf Unterschied und so weiter. Und bis dann ist es halt dann auch ein harter Weg für mich und kann dadurch auch jeder Abonnenten gebrauchen, jeder, der mir Hilfe gibt und so weiter. Weil momentan ist es halt noch nicht so gut mit den Aufrufen, mit der Interesse von den Zuschauern und so. Also dürft ihr mir gerne ein bisschen helfen oder auch ein bisschen Fragen stellen, damit ihr versteht, wie das so wird, ein bisschen Lust bekommt.
Ja, da ist niemand, kein Zombie-Zeugs und da, also keine Monster und auf der anderen Seite sind tausende Monster. Das ist, zum Glück können wir hier ungetrost ein bisschen laufen, können ein bisschen verschnaufen. Aber Endermänner spawnen einfach nicht. Keine Ahnung. Ja. Hallo, Erntemänner. Da ist einer, aber schnell. Sonst despawnt, also hat er wieder Lichtempfindnis. Komm bitte. Ja, toll, super. Hey yo! Dann gehen wir wieder zurück. Wir haben nämlich die andere Perla, die uns gefehlt hat. Und wo ist die Spinne jetzt? Hast du deinen Bogen gemacht? Böse Spinne. So. Hier haben wir Birnen. Die Birnen können wir pflücken und mitnehmen. So. Ja, dann gehen wir wieder nach Haus. Und craften weiter. Hallo, Höhle. Oh, da ist schöne Stein. So. Die erkunden wir dann auch mal. Einfach erkunden, nichts abbauen. Außer wertvolles Zeugs, aber weil eventuell spawnen ja Mod-Sachen nicht in den RF-Tools-Welten oder nur selten und dann haben wir hier trotzdem noch schöne Höhlen gefunden, die wir dann abbauen können. Unterirdisch müssen wir ja nicht so aufpassen, dass uns die Landschaft nicht kaputt geht. Ich habe immer so ein Problem mit zu viel Farm. Ich finde das nicht schön. Und deshalb brauche ich solche Mods, die andere Welten machen. Da kann ich mich austoben, da muss ich nie Sorgen machen. Oh, da wollte ich ja ein Haus bauen, das eine schöne Gegend braucht oder so. Das macht dann einfach nicht so viel Spaß. Nein, nicht daneben klicken, bitte. Nimm das daneben klicken. So, dann machen wir das. Ah, Diamanten brauchen wir noch. Sagt doch das jemand. So. Ja, legen wir einfach mal die mit. So. Das Enderperlen. Und fertig. Ich hoffe, das geht jetzt schon. Ja. Machen wir mal das vorläufig hier hin. Redstone More Mode. Redstone Mode. Ja, ich habe völlig keine Ahnung. Brauchen wir Energie? Hundertprozentig. Dimension Editor, Bildschirm. Darf ich wissen, wie man Energie macht? Ah, Dimension Ersteller auch noch. Aha. Also wir brauchen sehr viel Material. Zum guten Glück nicht so aufwendig. So, und was war noch? Oh. Eisen. Nur Eisen. Okay. Dann machen wir das nochmal. So. Okay. Haben wir. Kurz auf die Uhr schauen. Ja. Haben wir noch Zeit. Und hier war es ja mit Redstone, Tintenbeutel, Papier. Tintenbeutel hatten wir drüben, hä?
Papier ist auch nicht hier. Okay. Papier, Tintenbeutel und Redstone. So. So kann ich jetzt hier das nicht abdrucken. Da fehlt das Teil. Ich muss es merken. Okay, ist nicht so schwer. Und unten ist einfach Eisen. Ja. Gut. Auch das haben wir. Geht schnell, aber wird noch lange dauern. Ja, das nicht. Nutmeg kann ich mal reintun. Pier. Die da. Die da. So. Dann haben wir schon mal ein bisschen wieder Platz. So. Okay. Damit können wir also so ein paar Sachen reinlegen, Biome, die wir dann craften müssen. Hä? Ja, wir bereiten uns einfach mal vor. Und wenn ich es weiß, dann machen wir hier weiter. Ja, mache ich heute mal einen Part und mache dann wieder mehr, wenn ich da mehr zu tun habe. Jo, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sehen uns dann in den nächsten Parts wieder bei Minecraft Kingdoms von Dragobasel. Tschüss!